Hallo, der Krag rät heute zur Erdbebenpolitik der Ampel. Naturkatastrophen geschehen und sie sind für die Betroffenen verheerend. Es gehört aber dazu, dass die Politik versucht, darauf aufzusetzen. Im Guten durch Hilfe, Unterstützung. Im Bösen durch Instrumentalisierung. Wir erleben zurzeit, wie die Ampel versucht, dieses Erdbeben zu instrumentalisieren. Sie will es dazu benutzen, um weitere Flüchtlinge anzulocken. Das große Ziel der Woken, der Linken, der Liberalen, der Grünen und wie sie alle heißen, ist es bekanntlich, Deutschland von seinen Wurzeln zu lösen, es zu verändern, aus einer ethnisch homogenen Gemeinschaft ein Land zu machen, wo man jeden Tag die Regeln des Zusammenlebens neu aushandeln muss, was sich bekanntlich schwierig gestaltet, wenn die andere Seite Messer bei sich führt. Man ist von der Idee besessen, dass man durch Masseneinwanderung dasjenige verändert, was über Jahrhunderte dieses Land geprägt hat, nämlich die Gemeinschaft der Gleichen in Sprache, Kultur und Erinnerung. Und nachdem es 2015 der Krieg in Syrien war und die angebliche humanitäre Katastrophe, ist es jetzt das Erdbeben wiederum im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Denn natürlich ist es sehr viel einfacher, preiswerter und auch technisch umsetzbar, den betroffenen Menschen da zu helfen, wo sie leben, nämlich im Katastrophengebiet. Man muss dazu nur die Syrien-Sanktionen, die jede Kooperation mit Syrien verhindern, aufheben und direkt in dem Land helfen. Aber genau das will man nicht. Denn solange die Sanktionen wirken, ist Syrien arm. Und man kann auch weiterhin erklären, warum man die in Deutschland gestrandeten Flüchtlinge von 2015, 2016 nicht mit Hilfe eines Rückführungsabkommens zurückschickt. Da man aber den Betroffenen nicht vor Ort helfen will, will man sie anlocken. Mit erleichterten Einreisebedingungen, mit Flüchtlingsvisa und so weiter. Und wir alle wissen, wer einmal da ist, wird bei dieser Regierung und der jetzigen Rechtslage ohnehin nicht abgeschoben. Man nimmt also eine Katastrophe, appelliert wieder an das Mitgefühl der Menschen und erklärt, dass die einzige Lösung ist, diejenigen, die betroffen sind, nun nach Deutschland zu holen. Man schaltet den Migrantenmagneten wieder an. Und genau diese Instrumentalisierung zur weiteren Zerstörung Deutschlands, die müssen wir schärfstens bekämpfen. Und wir dürfen uns auch nicht davon ablenken lassen, wenn es dann heißt, wir hätten kein Herz oder wollten den Opfern nicht helfen. Wir wollen den Opfern helfen, indem wir aufhören, sie zu sanktionieren. Den Opfern hilft man da, wo sie sind und benutzt sie nicht als Verschiebemasse, um seine sinistre Politik der Ersetzungsmigration in Deutschland umzusetzen. Deshalb Hilfe ja, großzügige Hilfe, Ende der Sanktionen, direkte humanitäre Hilfe im Erdgegengebiet. Aber kein Anlocken von Flüchtlingen, um den Migrationsmagneten wieder unter Strom zu setzen. Vielen Dank.